دوسه یک دوسه تست 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 انتظامات عزیز میشه لطفا برای واعظ کلام و من نفر یه لیوان آب بیاره نوشیدنی خیلی ممنون میشه مرسی ممنون Ich freue mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Manche haben mich vom letzten Mal wiedererkannt. Ich bin heute hier, weil ich euch von Geschwistern berichte, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ihr alle, die meisten von euch, kommen aus einem Land, wo der Glaube, wo es schwierig ist, den Glauben zu leben. Nicht nur schwierig, sondern sehr gefährlich. Im Iran kann man im Gefängnis landen, wenn man Jesus nachfolgt. Das wisst ihr alle sehr gut. Viele Christen sind heute wegen ihrem Glauben im Gefängnis. Das Thema für Jesus im Gefängnis. Für Paulus war das nicht die entscheidende Herausforderung. Für Paulus gab es andere Motivationen, das Evangelium trotzdem zu verbreiten. Schauen wir, was er Timotheus geschrieben hat. Im 2. Timotheus 2, Vers 9 bis 10 lesen wir folgende Verse. Ich lese zunächst auf Deutsch. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Paulus war im Gefängnis. Paulus hatte gelitten. Aber wichtig für ihn war, dass das Evangelium nicht an der Kette liegt. Er war bereit, alles zu ertragen, damit Menschen dieses Evangelium erfahren können. Bist du irgendwie an die Kette gelegt? Hält dich irgendetwas auf, für Christus zu zeugen? Es muss nicht unbedingt ein Gefängnis sein. Viele Dinge können uns behindern. Jeder kann seine eigenen Lebensumstände überdenken. Bin ich wirklich bereit, alles zu ertragen? Das lässt sich so leicht sagen. Aber es lebt sich anders. Wir wollen heute von Paulus und den ersten Apostel lernen. Denn Verfolgung wird es immer geben, Widerstand wird es immer geben. Wir schauen uns den Weltverfolgungsindex an. Diese Karte ist etwas klein,
Aber sie zeigt, wo Christen verfolgt werden. Ihr seht allein auf dieser Karte 50 Länder. Wir sprechen von 360 Millionen Christen, die verfolgt werden. In Ländern wie Nordkorea. Auch seht ihr den Iran auf Platz 8. Sehr, sehr weit oben, als eines der schwierigsten Länder, Christ zu sein. Manche Länder hat man nicht im Blick. Aber ich möchte euch von einem dieser Länder kurz erzählen. Es ist das Land Eritrea. In Afrika. Nochmal einmal die Folie zurück, bitte. Eritrea liegt in Ostafrika. Ähnlich wie im Iran landen evangelikale Christen im Gefängnis. Sie erleiden langjährige Haftstrafen und auch Folter. Ihr Verbrechen ist, Jesus zu verkündigen. Ich möchte euch mit einem kurzen Film aus Zeugnissen von Eritrea etwas berichten. Er ist in Deutsch und ihr werdet einige eritreische Christen hören, wie ihr Leben dort ist. Könnt ihr den Film bitte starten? Thank you.
werde kurz zusammenfassen, was hier gesagt worden ist. Das war ja alles Deutsch. Ja? من خیلی کوتاه خلاصه میکنم حرفایی که زده شدن عزیزانی که اینجا شما دیدین همشون به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح در زندان بودن شکنجه دیده شدن یه آقای گفت من 3 سال دوی زندان بودم یک سلولی که اصلا هواش عوض نمیشد بعد با این حال سرود نوشتن سرودا رو پیدا کردن و گذاشتنش یک ماه تو آفتاب تا یک ماه تو آفتاب بسوزه یک خانومی رو هم شلاق میزدن هم میگفتن بعد پا برنه روی اسفالت داغ را بری یک کشیشی گفتن باید کلیساتو ببندی همه اینها زندانی بودن و توی زندان همون کارهایی که در ایران هم انجام میدن میگفتن اگر عیسی رو انکار بکنی اگر امضا کنی که اشتباه کردی و دیگه تو مسیح نیستی آزادی و اکثرشون انکار نکردن در زندان موندن و حرف این خانم که آخر سر زد خیلی قشنگ بود گفتش که هر چند که ما رو زندانی کردن هر چند که در جفا زندگی میکنیم هیچکی نمیتونه جلوی انجیل رو بگیره انجیل داره پخش میشه مخصوصا در این کشور که مسیحی بودن ایمان آوردن به مسیح قدغن در جفا هستیم ولی کلام خدا داره پخش میشه و هر روز بیشتر این عزیزان قلباشون رو به عیسی مسیح میدن و ایمانداران دارن بیشتر میشن Ich weiß nicht, ob ihr Eritrea als Land kennt. Aber es hat Ähnlichkeiten mit dem Iran. Die Ähnlichkeiten sind nicht, dass es ein religiöses Regime ist, sondern dass das Evangelium nicht frei gelebt werden darf. Pastoren werden inhaftiert. Aber in Eritrea haben sie keine Anwälte. Sie werden inhaftiert und oftmals verschwinden sie einfach. Von 2 Pastoren wissen wir schon seit langem. Pastor Kiflu und Pastor Heile gehören zur Pfingstgemeinde. Seit 20 Jahren in Haft. Was man in der Haft erlebt, erfährt man von Christen, die freikommen. چیزی که چه بلاهایی سر اینا در زندان میفته از مسیحیایی میشنویم که دوباره آزاد میشن. Ich möchte einiges erwähnen, was sie sagten. یه چند تا چیزی که گفته شده رو میخوام اینجا بگم. Durch psychische und physische Folter sollen die Christen dazu gebracht werden, sich von Jesus abzuwenden. از طریق شکنجه فیزیکی و شکنجه روحی میخوان مسیحی رو زیر فشار بذارن تا مسیحیت رو انکار بکنن. Die Zellen sind sehr klein, man kann sich nicht bewegen und es gibt keine Fenster. سلول‌ها انقدر کوچک هستن که نمیشه درونش تکون خورد و هیچ پنجره‌ای وجود نداره. Wir werden wie Sklaven behandelt. مثل برده‌ها باهاشون رفتار میشه. Sie versuchen auf jede Weise deinen Körper, deinen Geist und deine Gesundheit zu erschöpfen. هر جوری که شده بدن تو رو روح تو رو و جان تو رو خسته بکنن. In den ersten 3 Monaten haben sie uns schwer geschlagen. در 3 ماه اول خیلی سخت کتک می‌زدن ما رو. Sie riefen und schlugen uns mitten in der Nacht. ما رو صدا می‌کردن و نصف شب شروع می‌کردن به کتک زدن. Aber auch tagsüber, wenn wir es am wenigsten erwarten. ولی حتی روزها زمانی که اصلا فکرشو نمی‌کردیم. Sie verlangen von einem, seinen Glauben zu verleugnen. Es gibt Zeiten, in denen die Versuchung, Christus zu verleugnen, sehr real war. Unsere Weigerung hat unsere Gefängniszeit verlängert. Weil wir nicht diesen Weg haben, unsere Gefängniszeit verlängert. Das Schönste für uns war die glücklichsten Momente, die Begegnung mit Menschen, die sich Jesus zuwandten. Wir konnten Wärtern erklären, warum wir inhaftiert waren. Einige nahmen sogar Jesus als ihren Retter an.
به بعضی از نگهبان‌ها وقتی توضیح می‌دادیم که چرا در زندان هستیم، اونا به مسیح ایمان می‌آوردن و عیسی رو قبول می‌کردن. Ist das nicht unglaublich? آیا این فوق‌العاده نیست؟ Unter solchen Bedingungen که در یک چنین شرایطی im Glauben zu bleiben در ایمان بمونی und ihn auch noch weiterzugeben. و ایمان تو انتقال بدی به بقیه. Das ist der Grund, warum das Evangelium bis heute überall verkündet wird. Christen wie Paulus nehmen alles in Kauf, damit das Evangelium verkündet wird. Wie ist das möglich? Wir schauen uns weitere Schriftstellen an. Was war entscheidend für die Verbreitung des Evangeliums? Für Gott war es völlig klar, dass seine Kinder Kraft brauchen. Eine Kraft, die nicht menschlich ist. قوتی که انسانی نیست. Sondern eine Kraft Gottes. بلکه قوت خدا. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Christen zunächst auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten sollten. و اینجاست که در اعمال رسولان میخونیم که شاگردان وقتی جمع بودن اول از همه صبر کردن منتظر قوت خداوند بودن. Wir lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. در اعمال رسولان باب 1 آیه 8 می‌خونیم. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. ولی وقتی شما، ولی وقتی روح القدس بیاد و شما قوت او رو بگیرید، اونجاست که میرید و در اورشلیم، در یودیا و در ساماریه تا آخر جهان از من صحبت میکنین، انجیل رو پخش میکنین. Die ersten Christen warteten auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. پس اولین مسیحی‌ها منتظر بودن تا از روح القدس پر بشن. Nicht um sich besser oder glücklicher zu fühlen. نه بخاطر اینکه حس بهتری داشته باشن یا خودشون خوشبخت‌تر باشن. Sondern um gekräftigt zu werden, Zeuge zu sein. بلکه موضوع سر این بود که قوی تر بشن تا بتونن شاهدان باشن. Ich meine, ihr habt eben die Beispiele gehört. الان مثال ها رو شنیدید، دیدید. Da braucht man besondere Kraft. واقعا در این لحظات به یک قوت خاصی احتیاج دارید. Wir brauchen immer wieder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. ما همیشه احتیاج داریم که با روح القدس پر بشیم. Die Christen haben immer wieder darum gebeten. مسیحی‌ها همیشه در حال دعا کردن هستن. Tust du das auch? آیا تو هم این کارو انجام میدی؟ Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. ما احتیاج داریم که با قوت روح القدس پر بشیم. Aber wir können noch mehr von ihnen lernen. ولی خیلی چیزهای دیگه میتونیم از این مسیحی اول یاد بگیریم. Sie hatten eine eindeutige Botschaft. اونها یک Auf der nächsten Folie. اونها یک پیغام خیلی خاصی داشتن در فولیه بعدی. Sie wurden verhört. مسیحی‌ها رو می‌بردن و ازشون پرسش می‌کردن. Sie sollte nicht von Jesus reden. بهشون می‌گفتن اجازه ندارید از مسیح صحبت کنید. Und ihr Bekenntnis war folgendes. و اونها اینو اعتراف کردن. In Apostelgeschichte 4:12 lesen wir. اعمال رسولان 4:12 می‌خونیم. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. فقط در او نجات هست. در تمام آسمان هیچ نام دیگه وجود نداره که انسان‌ها بتونن صداش کنن و نجات رو دریافت کنن. Kein anderer Name. هیچ نام دیگه، هیچ اسم دیگه. Mohammed führt nicht ins Paradies. محمد ما رو به بهشت نمیبره. Buddha führt nicht ins Paradies. Buddha به بهشت نمیبره. Oder irgendeinen der vielen Hindu-Götter. یا یکی از اون خداهای زیاد هندوها.
ein Name für alle. Jesus Christus. Und wer ihn anruft, wird gerettet. Eindeutige Botschaft. Und auch das sollten wir immer wieder den Menschen sagen. In Deutschland gibt es viele Meinungen. Es gäbe viele Wege zu Gott. Ein Name. Jesus Christus. Und die Apostel waren entschlossen. Sie ließen sich nicht aufhalten. Wir lesen auch das von ihnen im nächsten Vers. Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Petrus und Johannes wurden von den religiösen Führern der Juden bedroht. Petrus und Johanna da Jaffa wurden aus Tariq und Yahudiye خیلی مذهبی. Denn sie predigten im Tempel die Auferstehung von Jesus Christus. Und viele Leute kamen herbei, nachdem sie einen Kranken geheilt hatten. Da war richtig was los. Denn alle kannten diesen Kranken. Der saß 40 Jahre am Tempeleingang. Und Petrus im Namen von Jesus Christus heilte diesen Mann. Solchen Leuten will man zuhören. Und sie ergriffen die Gelegenheit und predigten Jesus. Denn es war Jesus letztendlich, der diesen Mann heilte. Im Namen Jesus, sagte Petrus, steh auf und geh. Wir sollten nie nachlassen, für Kranke zu beten. Man weiß nicht, wann Gott was tut. Es ist ein Weg im Glauben. Und es hatte einen Effekt. Denn sie sagten diesen jüdischen Gesetzeslehrern, wir können nicht aufhören. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Ich hoffe, du hast auch dieses Herz, dass du nicht kannst, zu schweigen, sondern dass du auch von dem, was Jesus getan hat, berichten willst. Egal, was andere dir sagen. Das war der Hintergrund, warum das Evangelium verbreitet wurde. Aber es kostet einen Preis. So eine Entschlossenheit, so ein Mut wird Widerstand hervorrufen. Auch das hat Paulus Timotheus früh beigebracht.
Er schrieb im 2. Timotheus 2, Vers 3 folgendes Wort. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Auch das gehört zum Glauben der Nachfolge dazu. Leiden. Das ist nicht schön. Aber Jesus hat gelitten. Und er hat auch gesagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ich hoffe, du bist auch leidenswillig. Nicht erst, wenn du ins Gefängnis kommst. Es kostet immer etwas, mit Jesus unterwegs zu sein. Sich zu investieren in Gemeinde. Zeit zu verwenden. Mitzuarbeiten. All das kostet auch etwas. Die Gemeinde zu unterstützen. Vielleicht wäre dein Lebensstil anders. Aber wir geben in die Gemeinde. Manche Träume sind vielleicht nicht zu erfüllen. Weil du auch für das Reich Gottes lebst. Aber das gehört dazu. Sei bereit als ein treuer Kämpfer. Kämpfer. Wir kämpfen nicht mit Waffen. Aber wir kämpfen trotzdem. Wir kämpfen gegen die Sünde. Wir kämpfen gegen die Lügen in der Welt. Wir bleiben standhaft, egal wie man mit uns umgeht. Wie empfängt man nun diese Kraft? Auch dazu haben die Apostel uns ein Beispiel gegeben. Als sie bedroht wurden und aufhören sollten, das Evangelium zu predigen, haben sie etwas getan. Wir lesen das im nächsten Abschnitt. Apostelgeschichte 4, 29 bis 30. Und nun höre ihre Drohungen, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Ganz einfaches Rezept. Es war Gebet. Sie beteten einfach gemeinsam zu Gott und baten um diese Kraft. Und dass Gott Zeichen tut. Es hat sich nichts geändert. Auch heute das gleiche Rezept. Es gibt viele Beispiele für diesen Mut. Eines ist schon länger her, aber ich erinnere mich gerne dran. Vielleicht sind euch diese beiden Damen noch bekannt auf der nächsten Folie. Mariam und Masih.
Maryam va Marziye. In 3 Jahren dar 3 sal verteilten sie in Teheran 20.000 neue Testamente. Dar Tehran 20.000 Injil pakhsh kardan. Fast jeden Abend gingen sie mit einem kleinen Rucksack los. Ino har shab ba yek kule poshti kuchik ra mioftadan. Und haben systematisch in Teheran Bibeln hinterlassen. Va dar tamam Tehran Injil mizashtan pakhsh mikardan. Im Taxi liegen lassen. Tu taxi ja mizashtan. Im Café. Tu ye kafe ke miraftan. In einen Briefkasten gesteckt. Mindaktan tu sandok posti ya. Bei einem guten Gespräch weitergegeben. Vaghti ba kasi sohbat dashtan tu ye sohbat Injil midadan. Ich habe noch nicht so viele Neue Testamente verteilt. Man ta hala in hame Injil pakhsh nakardam. Bin jetzt 60. Man 60 salame. In 3 Jahren 20.000 neue Testamente und das in Teheran. Und sie sind nicht die Einzigen. Es ist gefährlich. Ihr wisst, die Situation, genauso wie in Eritrea, Haft, oftmals Folter. Und sie wurden entdeckt. Sie waren in Haft. Haben aber auch dort nicht geschwiegen. Sie waren in einem Frauengefängnis. Viele zerbrochene Frauenherzen. Und sie waren Licht für diese Frauen in finsteren Orten. Gott sei Dank, sie beiden kamen frei, können zwar nicht mehr im Iran leben, aber es gibt bis in die heutige Zeit Beispiele des Mutes und der Hingabe. Lasst uns immer wieder auch von ihnen uns selbst anspornen. Und lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns beten für Haile und Kiflu. Diese Pastoren in Eritrea, die seit 20 Jahren in Haft sind. Auch sie waren mutig. Haile war der Leiter von 150 Hausgemeinden. Die eritreischen Behörden jagen Leiter. Sie haben Angst vor der Kraft des Evangeliums. Und es sind nicht nur die Männer, die in den Gefängnissen leiden. Es sind auch ihre Familien. Wie fühlt man sich als Ehefrau, 20 Jahre nicht seinen Mann gesehen zu haben und nicht zu wissen, werde ich ihn je wiedersehen? Kinder wachsen auf und kennen ihren Vater nicht. Das sind unglaubliche Schmerzen. Diese Geschwister brauchen Gebet. Nichts anderes hilft ihnen in ihren Gefängnissen. Genau das Gleiche gilt auch für den Iran, für alle Geschwister, die dort jetzt in Haft sind. Deswegen heute wieder ein Tag, wo wir sie segnen wollen. Mit Kraft und Mut und Gottes Hilfe in diesen Umständen. Also werden wir jetzt eine Gebetszeit haben für diese Geschwister. Jeder kann sich beteiligen. Und danach wird es eine zweite Gebetszeit geben. Für euch.
Lasst uns zunächst für unsere verfolgten Geschwister beten. Lasst uns aufstehen. Und wer es auf dem Herzen hat, spreche einfach laut. Kurze Gebete, dass sich viel beteiligen können. Vater Himmel, im Namen Jesu bitten wir dich für Heile und Kiflu, dass du sie stärkst, dass du sie standhaft hältst, gesund erhältst und befreist. پدر آسمانی بر این دو کشیش دعا میکنیم خداوند که کمک کنی تا بایستن سلامت بمانن و تو آزادشون بکنی. Wir beten für ihre Frauen und Kinder, dass sie in deinem Frieden sind. دعا میکنیم برای خانواده هاشون که در Wir beten um Freiheit für die Gemeinde Jesu Christi in Eritrea. Wir beten auch um Freiheit für die Christen im Iran. Jeder Bruder, jede Schwester, die jetzt in Haft ist, tröste sie, stärke sie. Gib ihnen Mut, auch im Gefängnis Christus zu bezeugen. Vater, wir beten, dass tagtäglich neue hinzukommen. Menschen, die Jesus nachfolgen werden. Auch Mullahs. Diktatoren. Wie Afiwerki in Eritrea. Wärter und Soldaten. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist sie ergreift. Danke, dass du ein mächtiger Gott bist. Amen. Und jetzt für euch auch das Angebot, wenn ihr vielleicht verspürt, ihr möchtet diese Kraft Gottes, ihr möchtet freimütiger sein, in eurem Alltag Christus zu verkünden. آزادتر بشید تا بتونید این انجیل رو پخش کنید از مسیح خبر مسیح رو پخش کنید اگر میخواین که بتونید واقعا بایستید Wenn ihr irgendwo eine Blockade verspürt, oder auch eine Gleichgültigkeit, vielleicht fehlt das brennende Herz. Ganz gleich, was es ist. Gott will uns alle in Bewegung setzen. Bis an die Enden der Welt. In Jerusalem hat es begonnen. Für dich beginnt es hier. Hier in Hamburg oder wo du lebst. So lade ich dich ein, wenn dich das anspricht, du kannst gerne einfach hier nach vorne kommen zu einem Gebet. Einige von uns werden für dich persönlich beten. Fühl dich frei, einfach hier nach vorne zu kommen, dass ihr euch nebeneinander stellt.